Also diese beiden Provinzen da, ne, um Kyrenaika und diese eine Exklave, diese Oase da von Abasid. Siva. Naja, Und dann ist das so. Derna. Siva und Derna, ja. Siva und Derna, ja. Siva, die Dirne. Genau. Siva et Derna. Ach, Pause? nö, Bohne, mach jetzt nicht Pause. Mach nicht diesen. Sei doch nicht so. Nee. Genau, was ist jetzt eigentlich unsere Kultur? Was entdeckt ihr als Wir haben noch eine halbe Stunde. Die möchten ja auch kein Spiel. No. 12 Monate, danach gibt's So. größere Aufgebote. Ja, ich habe dadurch, Ich hab. dass hier erstmal ein Oh, weiteres das muss ich noch Regiment machen. bekommen. Achso, ja, das Das bei muss ich noch mir machen. ist das der nächste Baum, Den den ich Titel brauche. vernichten. Ja. Weil ich habe erstmal Also in Verwaltung. 12 Monaten die Haustruppen. Oh, das wird geil. Es wird zwar Ah, scheiße teuer, der Unterhalt wieder, dann. sind die wirklich so teuer? Und. Nee, ich meine, 12 Monaten dann, wie gesagt, diese Haustruppen, wo du nochmal 3 Stufen pro Regiment, oder Größe pro Regiment hast und ein weiteres Regiment. Wenn du das alles upgradest, da hast du wieder ewig viele Kosten, ne? Ja, stimmt. Aber egal. Bleib da. Kultur fördern. Ja, ich würde gerne an den Hof wissen, was los ist. Sind Benin eigentlich wieder da? Ja, das, meine Cousine hat ein Kind mit einer Tochter. Ach Gott, dann heißt es halt bis. Bis irgendwo hin, danke. Ich bin irgendwie nicht so ein großer Fan von Befestigungsgebäuden. Ja. Festungsmauern brauchen wir, um die Burgen abzugraden. Richtig. Ich meine halt nicht von den Technologien, sondern von den Gebäuden in den Besitztümern. Ach so, ja, Befestigungs mache ich auch nicht. Entweder Was? Wirtschaft oder Truppen. Also Digga, mein Herrscher. ehrlich gesagt würde ich es glaube ich sogar bauen, wenn man nicht durch feindliche Festung durchlaufen könnte. Dann würde ich Ja. es dann auf jeden Fall. Digga, mein Herrscher ist einfach Weil 65 und hat noch ein Kind gezeugt, dann sorgst Digga. du Was dafür, ist da los? dass man einfach feindliche Armeen ewig lang aufhalten kann. Naja, das ist halt mega. Oh Gott, warum habe ich hier noch ein Ja, aber Befestigungsgebäude? es ist halt nicht EO4. Es ist schon Ja. interessant, dass in EO4 Festungen bessere Verteidigungsfunktion haben als in Ja, ist krass, Hier, das oder? stimmt schon. CK3. Ja. Wann spielt denn EO4? Das spielt doch später, ne? Später, Ja, 1440. eben, das wird wahrscheinlich auch mit der Grund sein. Ja. Ja, aber gleichzeitig ist es halt ist es eigentlich so die Renaissance, war jetzt nicht unbedingt so das Zeitalter, wo. Wohl. War jetzt nicht so das Zeitalter Fuck. des Burgenbaus. Ja, Ja, wobei, da hattest du wobei, dann da eher die hattest du dann eher die Stern. Sternfestung, ja. Da hattest du dann halt eher die Festung und die Ja. sind halt. Ja, es ist Egal. wahrscheinlich so, dass es vor allem deshalb so ist, weil es schwieriger mit der Zeit schwieriger wurde, quasi Armeen von nennenswerter Größe jenseits von gegnerischen Linien zu halten. Weil hier in CK3 kann man quasi einfach noch so die Armee läuft ins Land und nimmt sich einfach alles, was nicht nagelfest ist. Ja, ist Eigentlich, richtig so. um sich selbst zu ernähren. Und Ja. halt kostet es trotzdem, aber du hast halt keine Versorgung, keine Nöte. Versorgungstrosse, keine, quasi. Was habe ich denn Oder da weniger gefangen halt. genommen? Versuch. In Real Life wäre der arabische Glauben unter einem einzigen Reich vereint. Was die hätten machen können damit? Ah ja, genau. War ja schon einmal. Und bis wohin sind sie gegangen? Richtig. Spanien. Ja. Entschuldigt. Also. Entschuldigt, meine Die waren Herrscher, wenn wir schon da gerade drüber erfolgreich. reden, Ah aber Sieg ja, ist die zum waren Abschluss. schon erfolgreich. Mika, ich habe gerade gesehen, dass das beendet ist mit Delta. Perfekt. Dann viel Spaß. Naja, danke. Oh, 3600 gegen 8800. Wer wird gewinnen? Das Pfeil. hier. So. Ist das ein Vasall-interner Krieg oder so?
Was? Um wen geht's jetzt? Achso, ja, das ist ein Artefakt-Anspruchskrieg. Ah, okay. Also eigentlich voll unnötig. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Aber das ist in Mali, nicht in Benin. Ja, sorry. Komm, lässt nicht von mir. Halt. So. Da bin ich auch wieder. Ich kann koptisch, nubistisch werden, kann ich gerade. Ja, dann mach koptisch, das. Das ist der bessere koptische Glaube. Das ist der bessere koptische Glaube. Ja. Ich glaube auch. Ich bin nicht mehr koptisch. Ja und? Dann wirst du es halt wieder. 10.000 Prestige, Alter. Was nicht ist, kann er noch werden. Was sieht denn da? Achso, neutrale. Was ist das für eine Armee? Zwei verschiedene. Neutral, neutral, gut. Boah, ich hab schon wieder Hunger, ne? Ganz schlimm. Hey! Hat jemand Lust auf eine wohlgestaltete, robuste und starke Tochter? Natürlich hab ich da Bock drauf. Boah, hättest du mir das mal eher gesagt, dann hätte ich die genommen. Oh, nee, ich hab so eine. Okay, dann never mind. Sie ist 16 Jahre alt und ein ausgezeichneter Ränkespieler. Und 24 Kampfgeschick. Stark, das ist wirklich stark. Wer ist das? Welche von denen? Ups. Die 16-Jährige. Das ist die zweite. Also das zweitgeborene Kind von mir. Heirat arrangieren. Ach, was soll's, never mind. Ah, warte mal, falsch, ich hab Matrilinear gemacht. Warum? Ich nehm's ab. Ich nehm's an, nee. Du willst dir wirklich deinen kleinen Zwockel da verheiraten? Na, erstmal verloben. Der Kleine muss ja was lernen. Okay. Ja. Auch gut. Geht mir nur um die Stats von deiner Tochter da. Nichts anderes. Es geht ihm nur um die Stats. Du soll keine Kinder von ihm kriegen. Ja, meine Herren. Das ist wieder Roleplay at its best. Obwohl, nee, das sind ja sogar die schlechten Stats. Das ist ja eine kleine Zwockel schon besser fast. Bei allem anderen ja. Ich habe jetzt nur gesagt, was gut ist. Nee, ja, alles gut. Ist eigentlich... Nicht ungültig, was ist das denn? Jawohl, mit 52 noch aggressiver Angreifer werden. Trägerecht verliehen. Ist irgendwie ungültig. Du kannst dich mal, ich bin so alt. Trägerecht ist in Deutsch, ist im Kaiserreich wohl ungültig. Okay. Ja. Gut zu wissen. Was? Ah ja, okay, der Kaiser hat auch gewechselt, deswegen wahrscheinlich. Muss Kaiser hat gewechselt? Werden. Ja, ja, Kaiser ist gestorben. Ja, die haben Haare. Ja. Und Elsässische hat halt noch nicht. Ja, und wie gesagt, und sobald der Kaiser stirbt, muss das Wahlrecht neu vergeben. Wahlrecht neu vergeben. Die Vasallenrechte neu vergeben, die nicht von der Kultur gehalten werden können. Aber dieses Blau. Das Blau macht mich verrückt vor dem Römischen Reich, ne? Blau, 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 blüht der Enzian. Das ist nicht das Römische Reich, das ist die Aufgabe. Wenn dann sollte es rot oder purpur sein. Aber ernsthaft? Am liebsten purpur. Ja. Ich würde ja auch das Blaue annehmen, wenn die dafür das Purpur nehmen, was ich hab. Ja, wobei, müssen wir ein bisschen dunkler sein. Wobei, es wäre ein bisschen anderes Purpur. Ja, ich weiß, aber dann, damit es mir besser wieder auseinanderhalten kann. Ich kann mich ja eh nur um mich kümmern, also passt die AfD. Alter, wie krass schnell die Abbasiden wegmachen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Naja, was erwartest du, wenn da 64.000
Er ist nur ja, 65.000. Gegen 3.000 oder so. Ich habe gerade kurz gedacht, das sind 648.000. Deswegen habe ich kurz gestockt. Ja. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es so viele wären. Wobei, dann könnten sie alles platt machen. Ich mache. Selbst wenn wir alle anderen uns verbünden. Ich mache so. Ich würde fast wieder mehr Geld machen als die mein Lehnsherr. Übrig? Wenn ich nicht über meinem Limit wäre. Ja. Ich liebe das, wenn die KI vor dir wegläuft. Why are you running? Why are you running? Ja, wirklich. I'm running! Oh my god! Cool runnings! Ach, das haben ist wir jetzt eine Pfeife hier im Team, oder was? Ja, das Lustige ist, das Königreich von Rom hat allein auch schon mal 12.000 Mann. Auch nicht schlecht. Das Kaiserreich hat 33.000, aber trotzdem kämpft er gegen das Phoenix Empire an. Moment, haben die den Papst nicht unterworfen? Nee. Nein, der hat noch drei... Ich glaube nicht, dass die das machen werden, dann wird es da Probleme mit allen Katholiken geben. Mit allen Katholiken? Ja. Also mit dem römischen Kaiserreich. Ja, das Einzige, was vielleicht noch gehen wird, wäre, wenn er vasalisiert werden würde, aber das wäre auch schon wieder so... Das ist unwahrscheinlich. Eklig. Ich denke, wenn der irgendwas mit dem Pontifikat macht, dann werden die Vasallen was dagegen haben. Nee, es könnte sein. Leute, ja, was meint ihr? Jetzt ist er ein anderer Kaiser. Was glaubt ihr? Die Vasallen können sich trotzdem aufheben. Ich weiß. Ich bin mal gespannt, was sich da drüben noch tut. Ja, das wird ein Clash zwischen den großen Reichen werden. Oh, habt ihr mal beim Steppenbund nachgeguckt, was da los ist? Ja, die haben sich ein bisschen aufgeteilt, oder? Ja, ein paar kleine Sachen sind da entstanden. Also ich frag mich nur, wann das nächste Reich zerfällt. Genau. Aber sieht okay, du wart jetzt gefressen, weil... Wird es Phönix? Wahrscheinlich nicht. Kaiserreich oder Yggdrasil? Oder Steppenbund? Wobei Indien ist auch immer so manchmal kreuzgefährlich. Da kann alles von einem Moment auf den anderen plupp weg. Boah, ist das riesig. Aber das sind fast alles Spieler. Ey. Also, ist das riesig. Was? Phönix Empire. Oh, Gott. Ja. Aber schon krass, so ein Kriegskunde mit ganzes Kaiserreich. Das ist schon krass. Ich finde, das gehört verboten. Ich finde, das gehört verboten. Vor allem, sie haben gerade mal 4.000 Mann dazu gewonnen, dadurch, dass sie das Ganze geschluckt haben. Aber stell dir mal vor, weißt du, wenn Phoenix Empire Bock darauf hätte, einfach Alba sich einzuverleiben, ey, könnten ja, einfach Alba, komplett die Krone Alba wegnehmen, ne? Ja, ja. Das ist schon krass. Ach, Alba, ja. Und da bin ich noch momentan, glaube ich, der Stärkste hier in Afrika, oder? Ja. Ich verstehe anstatt Alba gerne mal Alba. Da denke ich mir so, Schottland da oben? Ja, das habe ich am Anfang auch immer verstanden. Dachte ich, was labert der? Was nehme ich als zusätzliches Bogenschütze? Als zusätzliches Regiment, meinst du? Oh, stimmt, Hausschützen. Okay. Okay, jetzt wird Geld rausgeschmissen. So, du nimmst einfach mal sie das zur Frau. Phoenix Empire hat Reiter und Bogenschützen. Ja, passt ja. Also ist es klar, was man braucht. Reiter und Tiere. Ach Gott, wo setz ich die dann hin? Ach, da aber ist das nicht eigentlich schon wieder verboten, weil sie eigentlich mehr als die Hälfte... Nee, das sieht nur danach aus. Das sieht nur mit den Zahlen danach aus. Wenn du denn bei den richtigen... Weil Dings ist quasi nur die Hälfte. Genau. Der Reiterei ist nur die Hälfte. Schwerer Reiterei ist nur ein Viertel, glaube ich. Also wenn es die Kataphrakten sind, sind es nur 50 in einem Trupp. Das sind gepanzerte Reiterei, dann sind es 100 in einem Trupp. Ja, also schwer. Nee, auch 50. Auch 50. Ja, bei Schweren ist es meistens. Außer 50. Bei Elefanten, da sind es, glaube ich, nur 25. Ja, gut.
glaube ich sogar nur, ich weiß es nicht. Ich habe mal in Indien gespielt, aber das waren relativ wenig. Aber die sind, also solange du nicht in Indien mit den Elefanten rumrennst, sind die krass. Toll. Weil da hast du so komische Bogenschützen, die saumäßig effektiv gegen die riesen Dickhäuter sind. Guck mal, ist mal gedöhnt oder freigelassen. Greif's an. Hm? Hat er schon gemacht? Sehr schön. Ja, der lässt gerade frei. Sehr schön. Wieso bin ich für Königreich Kent in der... Achso, ich bin Vierter in der Thronfolge. Hast du irgendwas geheiratet? Ich greife die erstmal noch nicht an. Ich muss gerade noch die neu eroberten Gebiete, die richtigen Gebäude bauen. Ein Kühner und ein Denker. Dass sie die richtigen Gebäude bauen und an Vandalen vergeben. Da mache ich. Was passt besser zu kühn? Demütig, hinterlistig oder ehrlich? Ehrlich. Ich hätte demütig gesagt. Zu kühn. Kühn und Denker. Ja, okay, nehmen wir. Ja, lokale Armee soll reichen. So, genau. So, Benin übrigens, könnten überlegen, ob wir das Bündnis, aber die sind, wie alt sind die denn? Ob wir das Bündnis auflösen können für einen Moment, dann kannst du dir ja deine Region eigentlich mal holen, das habe ich ganz vergessen. Warte, ich muss nur schauen. Das Bündnis wegen Prinz irgendwas und Prinz irgendwas ist ein Kind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der ist sogar eingesperrt. Dann könnte ich das Verlöbnis einfach auflösen. Ja, das Problem ist, ich kann eigentlich, warte mal. Ich habe jetzt das Bündnis, glaube ich, aufgelöst mit dir. Nice. Ja. Jetzt könntest du theoretisch einen Krieg um eine Sache erklären und dann könnte ich einfach aufgeben. Erst, warte mal, ich schaue gerade, wie lange ich noch brauche, um Tugendheld zu werden. Um Herzogtum zu erobern? Ja, um das Königreich zu holen. Ja, auch gut. Eine Frage. Hast du dich mit Cannon Bornum auseinandergesetzt? Wegen dem Herzogtum Tibesti? Was ist das Herzogtum Tibesti? Das ist im Süden. Ja, das bei dir im Süden, bei mir im Norden von dir oder halt, dass ich oben irgendwie Wasser im Mittelmeer bekomme. Das waren nicht so die Gedanken, die wir hatten. Genau. Dass du das Herzogtum Tibesti bekommst, oder was? Ja, oder halt irgendwas oben am Mittelmeer. Genau. Das waren jetzt so die Gedanken, was da jetzt dann draus wird, weiß ich noch nicht. Wir haben noch nicht gesprochen. Warte kurz, ich schaue es mir gleich an. Ja, immer mit der Ruhe. Und wenn ihr euch das gleich einmal geklärt habt, würde ich nochmal kurz es ansprechen wegen einem gemeinsamen Reich, weil das müssten wir dann auch gleich auch nochmal absegnen. Wie wir das machen. Achso, ich habe ein Druckmittel gegen ihn. Cool. Also du würdest, wenn dann etwas nehmen beim Schwarzen Meer noch, oder was? Oder das, oder ja, das. Entweder bei oben beim Mittelmeer oder halt unten das die Beste da. Das wären so die zwei Optionen, die jetzt im Raum stehen. Du kannst ruhig dann das Herzogtum die Beste haben. Also das ist überhaupt kein Problem. Okay. Kannst du ruhig haben. Sieht doch schöner aus, glaube ich, ne? Sieht doch schöner aus, wenn das nicht geteilt ist, ja. Ist das ein Herzog vergeben? Ein König. Wenn das da ein Herzog draufsetzt und den freilässt, dann erober ich es mir. Ja, das ist ein König, der noch andere Gebiete hat. Warte mal, Nistach, mein König, ja. Vasallen, das bringt mir nix. Erhält gesegnetes Artefakt. Unabhängigkeit gewähren, ne, geht auch nicht. Nice. Nehmen wir mal. Ach, von der Mongolei. Ich möchte einmal stimmen. Weil er unterwirft ihn, er hat mehr. Ja, ach nee. Das Khanat der Mongolei will den Steppen und treffen. Ist da ein Krieg zwischen denen? Ja. Vor allem die sitzt halt in Karakorum, ne? Das ist halt schon einfach die Hauptstadt eigentlich. Ich mach mal Klopf, Klopf aus Mali. Moin, Mika. Guten Tag, meine Herren. Ich beglückwünsche euch zu diesem erfolgreichen Eroberungsfeldzug.
Und bedanke mich im Namen der Afrikaner dafür, dass wir nun diese Grenzen haben festlegen können. Ja, wenn wir uns irgendwie erdenklich zeigen können, irgendeine Art und Weise, dann lasst uns das wissen, dass wir auch in Zukunft miteinander koexistieren können. Wie wär's mit Zypern freigeben? Bitte? Wie wär's mit Zypern freigeben? Habe ich gerade erobert. Ja, aber Zypern ist mir ein bisschen zu nah meiner Grenze, muss ich zugeben. Also meine Grenze. Meine, aber wo ich mich wohlfühlen kann. Doch, werter Herr, wir sind doch jetzt in einem, wie soll ich sagen, in einem Vakuum, in dem wir miteinander leben und klarkommen wollen. Ja, und Zypern ist leider Gottes die Nadel, die es gerade zum Platzen bringt. Denn die ist auch so geformt, ne? Guck dir mal an. Die ist zu nah meiner Hauptstadt. Um mal anders zu fragen, was kann man denn machen oder wie kann man sich denn erkenntlich zeigen auf eine andere Art und Weise? Plündert Konstantinopel. Ja. Das wurde uns in der Vergangenheit. Also, Zypern würde ich immer noch, also Zypern würde ich unabhängig von allem eigentlich immer noch ungern gerade tatsächlich in einer anderen Hand als unserer sehen. Mir gefällt das nicht, dass so eine Insel so nah an uns dran ist, halt unangenehm. Keine Ahnung wieso, aber ich finde das nicht so schön. Aber Valencia, vielleicht wäre es sinnvoll, Zypern genauso wie auf der rechten Seite Sukaramit zum Niemandsland zu erklären. Um einen Kompromiss mal vorzuschlagen. Die Insel quasi sich selbst überlassen. Sie hat auch schon einen geteilten Glauben.